So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jade Empire. Ich mache hier kurz einen Quick Save. Wir sind nämlich jetzt kurz davor, in das Innerste der Klagefestung einzudringen. In der letzten Folge hieß es auch, dass wir Abzong nicht mitnehmen können. Und wir müssen so eine Art namenloses Übel, wie es genannt wurde, besiegen. Haben wir in der letzten Folge sogar mit gesprochen, mit dem Ding. Sieht ja echt interessant aus. Okay. Rein in den Tempel. Oha. Ja, da erinnert mich das ziemlich an die Filmsequenzen, die wir gesehen haben. Mit den drei Brüdern. Oh. Was zur... Hört mal, Leute. Er muss gegen... Ach du Heilige. Was war das denn jetzt? Ja, wunderbar. Man kann sie mit sowas verletzen. Aber ich wollte doch gar nicht das. Ich wollte eigentlich das hier. Dreck, jetzt haut die Eistante schon wieder ihren Flächenangriff raus. Aber... Das heißt, wir müssen erstmal die umhauen. Ansonsten geht die uns weiter ziemlich auf die... Kronjuwelen. Und drauf. Na, Problem ist, es geht irgendwann der Fokus aus. Ach, die kämpft auch waffenlos weiter. Ändert ihren Stil, je nachdem, wie oft die getroffen wurden? Aber Problem ist, die heilen sich auch irgendwann und wichtig ist, dass die weg ist. So, als nächstes machen wir ein bisschen mit der eisernen Hand weiter. Und auf den anderen. Ja, die andere Fernkämpferin. Klassische Taktik, immer zuerst auf die, die schießen können. Dauert ein bisschen, aber wir... Oh. Also zuhauen können die hart. Na gut, dann. Solange wir noch Fokus haben, hauen wir alles da drin raus. Verdammter Mist. Boah, das ist hart hier, das muss man sagen. Was zur Hölle heilt sich auch noch wieder? Oh nee. Soll ich denn das schaffen, bitte? Ich bin so gut wie tot. Gleich haben wir wenigstens einen davon noch. Ja gut. Können wir... Ah, stimmt, ja, wir haben noch den Seelenfänger. Perfekt, wirkt. Das sind drei ziemlich starke Gegner. Aua. Okay, wir bleiben beim Fernkampf, dem Seelenfänger, weil im Nahkampf ist die mit den Schwertern einfach zu schnell. Und macht einfach viel zu viel Schaden. Das Problem ist auch, dass die relativ schnell wieder aus der Entkräftung rauskommt. Und die macht halt einfach einen Mörderschaden mit diesen verdammten Schwertern. So. So. Muss jetzt erstmal reichen. Zurück zu Eiserne Hand. Drauf, drauf, drauf. Mal schauen, ob sie auf sowas reinfällt. Aber benutzt interessanterweise auch einen anderen waffenlosen Stil als wir. Und ja, jetzt haben wir sie in die Ecke gedrängt. Die kriegen wir. Ja. Verdammt, wie viel Schaden macht die bitte mit waffenlosen Angriffen? Verdammter Mist. Müssen wir doch noch hinkriegen.
Ja. Jetzt geschafft. Boah, scheiße, war das hart. Okay, ich habe wieder was für ein Thumbnail gefunden. Oder hier drin. Auf jeden Fall eine nette Sequenz. Boah, an die Sequenz habe ich mich echt gar nicht mehr erinnert. Ist ewig her, dass ich das gespielt habe. Das Gift ist vernichtet. Mein Tempel ist gereinigt. Die Klagefestung ist wiederhergestellt. Nach 20 Jahren kann mein Geist in seinen Tempel zurückkehren. Glückwunsch, werte Dame. Es war mir eine Ehre, euch zu dienen, große Herrin. Ihr zeigt große Treue und ich schätze eure Dienste sehr. Ihr zeigt das bescheidene Wesen eines echten Geistermönchs. Aber es gibt noch viel zu tun. Ich habe jetzt die Kraft zu handeln, aber nicht lange. Bald wird Sun Li meine gesamte Kraft beherrschen. Damit ich zu neuem Leben erwachen kann, müsst ihr in die sterbliche Welt zurück. Findet meinen Körper und vernichtet ihn. Ich dachte, ich sollte Li töten. Oder nee, euren Körper vernichten? Ich verstehe nicht. Sun Hai verzehrte mein Herz. Aber er brauchte Zeit, um die Kraft aus meinem Körper saugen zu können. Daher hinderte er ihn am Sterben. Wie eine Trophäe hielt er mich in seinem Palast, gefangen zwischen Leben und Tod. So beendete er die große Dürre. Ihr müsst meinen Körper finden und töten, damit meine Kraft sich davon lösen kann, sobald ihr euren früheren Meister besiegt. Nur dann kann ich wiedergeboren werden. Und was ist mit Li? Seid gewarnt. Sun Li ist nicht so leicht zu bezwingen wie sein Bruder. Der Kaiser musste behutsam vorgehen. Doch Sun Li hat mit Hilfe des Amuletts in kurzer Zeit viel mehr Kraft erlangt. Um ihn zu schwächen, müsst ihr meinen Körper im Palast vernichten. Aber ihr könnt noch mehr tun. Ich sehe in euch das Wissen über sein Kind. Wenn es lebt, dann stellt sich Lis Zorn als grundlos heraus. Aber wie kann ich das tun? Ich weiß, dass ein Kind lebt, doch wie finde ich es? Seht durch meine Augen und formt, was ihr bereits wisst. Eine eurer Begleiterinnen wurde im Licht einer falschen Morgensonne geboren. Sie spürt bereits, dass es der brennende Klagetempel war. Aber der Klagetempel ist im Reich nicht bekannt. Es ist ein geheimer Ort, dessen Tod nur von einem hohen, günstigen Punkt sichtbar war. Dem Palast der Familie Sun. Das ist nicht möglich. Warum hat Li sie nicht erkannt? Also wir sind Morgenstern, muss es gewesen sein. Sie wurde geboren, während er und seine Brüder diesen Ort angriffen. Und starb, nachdem er vertrieben worden war. Er kann sie gar nicht kennen oder vermuten, dass sie lebt. Sun Li schaut nicht mit den Augen eines Vaters. Sein Blick sucht kein Leben. Sie wurde genau wie ihr als ein Werkzeug eingeschätzt. Aber ihr Potenzial weckte sein Interesse nicht. Der Verlust seiner Familie verhüllt sein Streben. Vielleicht sogar vor ihm selbst. Es könnte euch nützlich sein, dies zu enthüllen, aber mein Körper muss auch sterben. Ich verstehe. Ich bin bereit, ins Leben zurückzukehren. Ich bin die Hirtin der Toten. Ich kann euch neues Leben schenken
auch wenn ich dadurch die wenige Kraft verliere, die ich wiedergewonnen habe und euch vielleicht weiteren Gefahren aussetze. Die Geister hier suchen in ihrem Wahnsinn verzweifelt nach einem Weg, irgendwohin. Ihr werdet nicht verhindern können, dass sie euch folgen. Aber es gibt keine andere Lösung. Vergesst nicht, ihr müsst meinen Körper im Palast finden und ihn zerstören. Oder ihr werdet Sun Li niemals besiegen. Geht jetzt durch das Portal. Ich gebe euch das Leben zurück, das euch so ungerecht genommen wurde. Nun beruhigt euch erst einmal. Wir haben sie abgeschüttelt, aber wir sollten eine Weile außer Sicht bleiben. Aber was sollen wir jetzt machen? Die letzte Hoffnung für das Reich ist im Palast gestorben. Ich weiß es nicht. Uns wird schon etwas einfallen. Im Moment sollten wir erst einmal zusehen, dass wir am Leben bleiben. Es ist noch nicht alles verloren. Hört doch! Und meine Fäuste. Wir müssen zur Klagefestung. Was? Aber wieso? Wir müssen zur Klagefestung. Schnell! Jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Ja, und endlich haben wir wieder eine etwas gesündere Gesichtsfarbe, würde ich mal behaupten. Ja, aber wir leben wieder. Ich würde sagen, das haben wir souverän geschafft. Oh. Was zum... Ihr lebt, doch das Portal ist nicht schnell genug versiegelt worden. Besiegt die wahnsinnigen Kreaturen, die euch gefolgt sind, oder euer Leben ist erneut verloren. Och, nee. Ja, gut. Ach so, man kann das Ding kaputt machen. Wow, oder auch nicht. Geht das mit Magie? Ja. Na also, so einfach geht's doch. Sucht eure Gefährten. Sie wissen, dass ihr erwacht seid und in der Klagefestung Schutz suchen werdet. Eilt euch, auch andere kommen euch bald suchen. Na also. Auf jeden Fall, das Bildnis des Wasserdrachen ist schon eindrucksvoll. Ist das... Oh, verwesende Leichen. Belebung des Geistes? Was ist das? Techniken. Ist wahrscheinlich ganz unten. Fokus und Chi. Nett. Aber das ist doch Chai Ka. Verwesende Leiche. Knochen. Seiten aus dem Buch der Befreiung, 1 von 5. Was auch immer das ist. Was? Inventar, war das hier? Ja. Kiste. Statue des Hüters des Himmelstors. Chai Ka. Hier befindet sich ein riesiger Schrein, der den Hütern des Himmelstors gewidmet ist. Der Orden der Hüter des Himmelstors, zu dem auch Chai Ka gehört, bewacht die Grenze zwischen den Welten. Meditieren wir mal vor der Statue. Nach der Meditation fühlt ihr euch konzentrierter. Ach so, das konnten wir als einen Fokusschrein benutzen. Mantra der Eingebung. Ja. Wir erhalten das Mantra der Eingebung, was auch immer das macht. Ach ne, das ist gar keine Technik, ist das ein Inventargegenstand? Meditationsräder der göttlichen Harmonie im Gang des Tempels.
Ach so, vielleicht sollte ich das jetzt nochmal probieren mit dem Meditieren. Nö, das stellt nur Fokus wieder her, so wie das aussieht. Hier ist auch wieder ein Buch. Tagebuch des Abtes Song. Wohl ein weiterer Teil. Das hier sieht eigentlich aus wie eine Steuerungseinheit. Eigenartig. Was haben wir hier sonst noch? Hier geht's runter. Und hier scheint nichts weiter zu sein. Ein Tor, das man wahrscheinlich öffnen kann. Dann schaue ich noch, was auf der anderen Seite ist. Weil hier konnte man ja auch weitergehen, glaube ich. Ja, das ist der Weg, den wir gekommen sind. Ach, hier sind die Meditationsräder. Diese Meditationsräder haben schon bessere Zeiten gesehen. Sie sind zwar intakt, aber wie es aussieht, waren sie ursprünglich durch einen ausgeklügelten Mechanismus verbunden. Irgendwann einmal, möglicherweise nachdem die Soldaten des Kaisers die Klagefestung gestürmt hatten, wurde der Mechanismus auseinandergenommen. Einige Teile fehlen. Mechanismus untersuchen. Die meisten Meditationsräder sind unversehrt, aber viele Teile des Mechanismus, der sie miteinander verband, wurden entfernt oder beschädigt. Die Vorrichtung sieht allerdings nicht so kompliziert aus. Vermutlich könntet ihr genug Material auftreiben, um einen Teil des Mechanismus zu reparieren. Teile suchen, um zu reparieren, was sich reparieren lässt. Ihr kennt, dass hier ohne Ersatzteile kaum etwas zu machen ist. Ihr könntet es vielleicht schaffen, aber dabei würdet ihr den Mechanismus vermutlich irreparabel beschädigen. Komm, wir versuchen die Reparatur. Misserfolg. Die Reparatur ist euch misslungen und ihr habt den alten Mechanismus dabei noch mehr beschädigt. Ihr seid ziemlich sicher, dass sich diese Räder nie wieder drehen werden. Oh, da habe ich jetzt wohl was vergeigt. Da geht's raus. Also ich möchte wissen, was hinter diesem Tor ist. Wahrscheinlich irgendein kleiner versteckter Raum oder sowas. Brunnendeckel? Ihr seid sicher, dass der Brunnendeckel den Fluchtweg versperrt, über den ihr als Kind gerettet wurdet. Aber der Deckel ist anscheinend fest verschlossen. Das Geheimnis, wie man ihn öffnet, haben die Geistermönche wohl mit ins Grab genommen. Ah, und hier ist noch eine Kiste. Präzise gearbeitete Zahnräder. Tut mir leid, Leute, ich hätte erst diesen Raum untersuchen sollen. Naja, aber bevor wir rausgehen, würde ich sagen, beende ich dann auch die Folge oder besser auf dem Weg nach draußen. Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch soweit, jetzt speziell, wo wir wieder lebendig sind. Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge vielleicht schon unsere Gefährten wiedersehen, ich weiß es nicht. Aber hier mache ich erstmal einen Schnitt und eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Cheerio, euer Scarecrow.